Morgen. Morgen, Frau Fries. Hallo, Herr Altenkirch. Herzlichen Dank für die Einladung. Halloween steht vor der Tür und ich bin heute da, um herauszufinden, was wir an unseren eigenen Traditionen vergessen haben. Und wenn diese alten Traditionen irgendwer kennt, dann Sie. Danke. Ja, und ich freue mich sehr, dass Sie mich jetzt ein bisschen einweisen. Ja, dann gehen wir mal rein. Ja, super, gern. Ähnlich wie an Halloween hat man sich im Advent als Wintergeist verkleidet. Also in der Adventzeit ging es dann los, dass die jungen Männer durchs Dorf gelaufen sind und haben Habergeißen vorgezeigt. Habergeißen? Habergeißen, ja. Und das waren aus alten Wurzeln von Bäumen und darüber ein Tuch gelegt. Darüber ein Tuch gehängt. Na? Darf ich es Ihnen überhängen? Unbedingt! Wenn Halloween feiere ich heute richtig. So. Oh ja, okay. Das hat was Gespenstiges. Ja. Ja. Und der Habergeist war also eine Geisterfigur, der Kopf und so weiter. Und man konnte mit dieser Habergeist auch oben auf an der ersten Etage an die Fensterscheibe anklopfen. Und die Leute sind dann erschrocken. Ach. Aber im Grunde genommen hat man gewusst, dass der Brauch nun einmal da ist. Wahnsinn. Ja. Also aber dieses Verkleiden und dieses etwas gruseliges Basteln, das gab es durchaus auch bei uns. Nicht durchaus, sondern das war etwas ganz Festes. Das gab es in jedem Dorf vielfach. Ach, stark. Aha. Ja. Ja. Warum ist das verloren gegangen? Ja, warum ist es verloren gegangen? Zum ersten Mal, es gab Rummelboards dann. Und danach verschwand der Rummelbord, der auch an die Stecken hatte und auch hochgezogen wurde mit der brennenden Kerze drin. Und dann gehen solche Bräuche einfach verloren. Die Leute erinnern sich nicht mehr, sie reden nicht mehr miteinander. Wir haben ja fernab von Halloween grundsätzlich ganz, ganz starke Totenkulte, die auch nicht mehr bekannt sind. Was Nein. können Sie mir dazu erzählen? Von der Frau, die gestorben ist, nicht die Männer, die Frau, die gestorben ist, schneidet man die Haare ab und die Haare leben weiter. Das ist also ein Haarkranz. Ah. Die Haare stammen von einer Frau, die mindestens ein Kind hatte und verheiratet war. Sie trug die Haare hinten als Dutt und als sie gestorben war, wurde der Dutt abgeschnitten, denn nach kirchlichen und allgemeinen Denken sollten die Haare ewig leben. Durfte man das? Ja. Bei der Verstorbenen ja. noch Haare entnehmen? Das kann ja. man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ne? Ja, ja. Aber das war, gehört mit zum Brauch dazu ja. und war eine Ehre für die Tote gewesen. Verstehe. Wo hat man diese Grenze platziert und warum hat man sie platziert? Sie wurden in der Guttstub, in der Regel über dem Sofa platziert. Und jeder, der reinkam, konnte diesen Kranz zuerst sehen. Und man hat mit diesem Kranz, wenn man da gesessen hat, an seltenen Tagen, dann hat man mit dem Kranz sogar gesprochen. Schon jetzt bin ich völlig fasziniert von unseren Totenkulten vergangener Tage. Jetzt führt mich Gunther Altenkirch zu einem ganz besonderen Ausstellungsstück. Also das ist so eine zentrale Krone hier aus Rubenheim, die auf das Grab gesetzt wurde in die Mitte. Wow, das ist eine Totenkrone. Ja. Eine sehr große Totenkrone. Waren die immer so groß? Die war na, teilweise sogar größer. Wahnsinn. Wer hat die gemacht und für wen? Das haben die Leute gemacht, die den Toten oder die Tote gekannt haben, teilweise mit ihnen gelebt haben. Das waren im Grunde genommen auch Ledige gewesen, meistens die Ledigen gewesen. Ja? Denn Totenkronen bekamen nur ledig Verstorbene. Und dann erzählte man an den Abenden, wo die Totenkronen gebastelt wurden, erzählte man die Geschichten von denen. Und die konnte jeder behalten. Ach, wie schön. Also auch wertschätzend, damit einfach die Geschichte der Menschen nicht verloren geht. Ja? Genau das. Was ich höre, berührt mich sehr. Die Menschen haben sich wirklich mit der verstorbenen Person auseinandergesetzt. Sie vergessen nicht, sondern halten an ihren Erinnerungen fest. Herr Altenkirch, bei all Ihrem Wissen, welches Element picken Sie sich raus? Wie gedenken Sie denn persönlich Ihren Vorfahren, Ahnen, den Toten? Von meiner Frau habe ich eine Keramik gemacht gekriegt von
dem Gesicht meiner Mutter. Und dieses Gesicht aus Keramik, das ist im Garten und dem begegne ich täglich. Und von vielen Zeitzeugen habe ich ebenfalls Bilder im Kopf und ich lebe mit diesen Gedanken, mit diesen Fragen, mit diesen Antworten der Leute. Und das ist mein großes Glück. Ich glaube, wie Gunther Altenkirch selbst, dürfen wir unsere eigenen Rituale finden, um die Toten im Herzen zu halten. Die alten Bräuche und Traditionen haben mich auf jeden Fall dazu inspiriert.